Hallo Freunde, da sind wir. Ich geh mal kurz hier raus, ich hab was zu erzählen und der Typ schwätzt mir als dazwischen. So, Freunde, kleine Aufnahmepause gemacht, wieder neue Aufnahme quasi und mir ist es in der Aufnahmepause gekommen. Also, ne Idee. Wir müssen doch sehen, dass wir magnetisch sind, ne? Und wir haben doch da so ein Stöffchen dabei, ne? So ein Stöffchen mit Metall drin. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir das nicht vielleicht gebrauchen können, damit wir magnetisch werden. Magnetisch. Da werde mir magnetisch. Ich bin voll hessisch heute, ich weiß auch nicht warum. Dankeschön, liebe linke Seite. Ich habe gerade einen Kaffee gebracht bekommen. Ist das nicht wundervoll? Ist sie nicht wundervoll? Muss ich da runter? Ich muss zu dem Gerüst, ne? Ja, das ist okay, wenn wir hier runtergehen. Ui, die Tür quietscht, die müsste ich unbedingt mal wieder ölen. Also die Terrassentür, meine liebe linke Seite, ist nämlich gerade kurz raus in den Garten gegangen. So, jetzt gehen wir mal zum Klettergerüst. Also ist ja eigentlich mehr ein Baugerüst als ein Klettergerüst, ne? Und Katzenrennbahn. Katzen, Katzen, Katzen. Hier ist nicht die Katzenrennbahn. Katzen, Katzen, Katzenrennbahn hier unten, ne? So. Weil ich habe mir überlegt, wenn wir nämlich das Stöffchen schlucken, ja, Stöffchen schlucken, kurz auf die Uhr gucken, nicht, dass ich es wieder verpaddele. Wenn wir das Stöffchen schlucken, könnten wir ja dann theoretisch magnetisch sein. Gold ist ja, glaube ich, magnetisch, ne? Ich weiß nicht, war nie gut in Physik. Also in Schule eigentlich mehr so. So, pass mal auf. Stöffchen? Wo ist es? Wo ist es, Stöffchen? Wo ist Stöffchen? 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 Schluck? Naja, vielleicht ein Schlückchen. Ja, ein Schlückchen. Na los. Vielleicht doch kein Schlückchen. Hallo? Oh, ich glaube, Manny ist abgestürzt. Armer Manny. Manny? Was machen wir jetzt? Wir laden mal. Ich habe ja noch nichts gemacht. Hallo, Freunde. Herzlich willkommen zurück bei Grim Fandango. Mir ist es gekommen in der Aufnahmepause. Bla, bla, bla. Gut, gehen wir nochmal hin. Schadet ja nichts, der ist ein bisschen weh. Ich habe jetzt keinen... Oh. Ich habe jetzt keinen Bock, die Aufnahme neu zu starten. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Wenn es wieder nicht klappt, muss ich es reparieren. Wie auch immer, das weiß ich noch nicht. So. Jetzt gehen wir hier runter. Und dann gehen wir wieder runter in die Stadt hinein. Ach ja, wunderschön. Manny läuft wenigstens schnell, weil ich könnte auch das ganze Spiel über so laufen. Was haltet ihr davon? Bisschen in die Länge ziehen, dass er... Guck mal, da hat er doch geguckt, oder? Was siehst denn du da? Ah, das ist einfach nur, wenn da so ein Übergangsweg kommt, also ein Übergang ins nächste Dings. Jetzt gehen wir mal hier um der Abwechslung halber. Dann scheint er auch zu Logilugin. So. Hey, Manny, Manny. So, da geht's lang. Ich kann nur nicht so viele Folgen am Stück aufnehmen, weil ich sonst Krämpfe in meinem linken kleinen Finger bekomme wegen der Shift-Taste. Ich bin das nicht so gewohnt. Ich bin normalerweise mehr so der Mauszocker. Ja, wisst ihr ja, Adventures und so, Abenteuer-Onkel im Vorleseland und so. Aber, naja, es geht. Ist jetzt nicht so, als müsste ich mich quälen. Wir gehen mal besser woanders hin und wir machen mal Folgendes. Spiel speichern. Let's play 10. 10. Moment, da wollte ich jetzt gerade mal gucken. Spiel speichern. Guck mal da oben, da ist auch so ein Zipfelchen schon, ne? Das sind unsere Fortschritte. Also sehr viel weiter sind wir in Rubakaba scheinbar noch nicht gekommen. Aber naja, gut, was soll's. Zum Spiel zurückkehren. So, Manny, trink mal einen. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Jetzt ist das Stöffchen wahrscheinlich genau... Naja, geht. Naja, vielleicht ein Schlückchen. Prost, Manny. So, steck's weg. Und jetzt... Hi. Na, ist es schon Zeit für deine Pause? Ich sagte doch schon, erst bei Dämmerung. Ziemlich romantisch.
Findest du nicht? Habt ihr gesehen, wie er Goldstaub gerülpst hat? Heißt das, dass das jetzt vorbei ist mit dem Magnetischsein? Ich vermute das. Ich traue das diesem Spiel durchaus zu. Deswegen nehmen wir noch einen Schluck. Sicher ist die Mutter der Porzellantoilette. So. Jetzt bin ich genau in die falsche Richtung. Naja, vielleicht ein Schlückchen. Rein in den hohlen Hals. Gucken, schütteln. Schürfen, schütten, schürfen, schütten. Jetzt da durch. Wiggy, 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 wiggy. Oh, scan mich, Baby. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Sicher, dass du nicht doch irgendwas versteckt hast? Nichts, was das Ding da auslösen könnte. Dann fürchte ich, Sir, müssen Sie leider mit mir nach hinten gehen. Vorschrift ist Vorschrift. Oh. Naja, und da mein Vater beim Militär war, sind wir oft umgezogen. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Stadt, in die wir zogen, als ich 10 war. Oh, ehrlich? Ja, das Einzige, was es in der Ecke gab, waren Feigen. Feigenbäume, wohin man schaute. Überall, sonst nichts. Ich habe mir ja nie was aus Feigen gemacht. Ich fand Datteln immer schon besser. Oder Pflaumen. Sind Pflaumen nicht einfach großartig? Sie haben ich so muss kurz dazwischen quatschen. Farbe. Seht ihr das, wie und durch so ihren Dialog das Gesicht von Oma oh, sich meine Auswahlmöglichkeiten verändern während des Dialogs, ohne dass ich was drücke? Das ist total geil. Unglaublich vergesslich. Hedwig, das ist ja mal ein interessanter Name. Ich weiß noch, als ich 6 Jahre alt war. Oder war ich schon 7? Ah, 6, das goldene Alter. Nein, 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 nein. Ich muss 6 gewesen sein, denn Mr. Rufus lebte noch. Du warst wahrscheinlich 7. Ach, das war ein lieber Hund, mein Mr. Rufus. Mr. Rufus? Er war so süß. Und es war uns ganz egal, dass er taub war. Ich hatte auch mal einen Hund. Er war stocktaub. Das ist wahnsinnig geil gemacht, wie man hier diesen Dialog steuern kann. Eine Katze, die ein Haarknäuel auswirkt. Ja, ja, tapferes Tier. Meiner war ähnlich. Er... Was unser Kater sehr oft tat, denn der hatte wirklich langes Fell. Ich mag Langhaarkatzen nicht besonders. Sie sind so... Ich mag Kurzhaarkatzen. Sie wirken weniger hochnäsig. Die passen nicht in den Toaster. Wusstest du, dass mich manche für hochnäsig halten? Ist das, ist das eine Anspielung auf Alf? Nein, im Ernst. Nein. Nein, ist ja unglaublich. Es muss an meiner Schüchternheit liegen. Ihr seht, der untere Teil bezieht sich immer auf den Metalldetektor. Ich bin nie tanzen gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Meine ganze Schulzeit über stand ich in der Ecke. Versteh mich nicht falsch. Die Jungs haben schon gefragt. Aber ich lief weg. Meine Mom meinte, ich wäre der Star der Schule gewesen, wenn ich nur hin und wieder mal gelächelt hätte. Sie sagte immer, lächle und die deine Welt Mutter lächelt muss dich sehr geliebt haben. Tja, Mutti, zwei Dinge noch. Vielleicht hätte ich mehr gelächelt. Carla hatte sehr nervöse Füße eben. Und zweitens, wieso hat ein Skelett so einen Vorbau? Dazu fällt mir ein. Damit ich dich aus der Ausnüchterungszelle hole? Vielleicht hätte Papi uns nicht verlassen, wenn ich mehr gelächelt hätte. Dann wären wir heute zusammen. Vielleicht ist Papi abgehauen, weil du nicht teilen konntest. Bist du nur zurückgekommen, um dir meinen Metalldetektor zu leihen? Ja. Was hast du denn bloß mit dem Ding? Mir reicht's, Manny. Wenn das alles ist, was du willst, dann kannst du dich mit den Katzen darum prügeln. Oh. Wieso wollen Männer immer nur das eine? Nur du nicht. Die einzige Frau, die dich interessiert, ist dieses Weibsstück Colomar. Und die pfeift auf dich. Ich weiß nicht, was sie mit dir gemacht hat. Aber ich will's auch gar nicht mehr wissen. Carla. Oh, Carla, Baby. Jetzt haben wir Carla böse gemacht. Aber ist diese Gesprächsführung mega geil gewesen? Während des Gesprächs ändern sich die Gesprächsoptionen nach dem, was sie in ihrem wahnsinnig ausgereiften Monolog von sich gibt. Ist das eine geile Idee oder ist das geil? Ich finde das Carla. Geil. Fall tot um. Oh. Carla ist jetzt böse auf uns. Gut, die hat den Metalldetektor ins Katzenklo geschmissen. Das gefällt mir nicht so richtig gut. Das war hier rechts, ne? Ja, genau. Manny. Da. Kokainum. Ne, falsch auf dem. Dies ist das Loch, durch das Carlas Metalldetektor gefallen ist. Ja, und nun?
Manny, nicht abstürzen wieder. Was ist denn heute los? Nicht abstürzen, Manny. Manny, Manny, Manny. Manny, Manny, Manny. Da, 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 di. Da, da, di, da, da. Manny ist abgestürzt. Spiel laden. 10. Na gut. Ach, Leute, es tut mir leid. Ich kürze das jetzt so schnell ich kann ab. Naja, vielleicht ein Schlückchen. Das sind ja prinzipiell auch eigentlich nur ein oder zwei Spielminuten gewesen, ne? Denn, ich kann den Dialog ja enorm abkürzen, indem ich gleich auf den Metalldetektor eingehe, nicht wahr? Das werden wir jetzt mal machen und ich weiß gar nicht, was mit dem Spiel heute los ist. Bis jetzt lief doch alles so glatt. Würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Das finde ich nicht so schön, ganz ehrlich. Aber zwischendurch kann ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Sicher, dass du nicht doch irgendwas versteckt hast? Nichts, was das Ding da auslösen könnte. Dann fürchte ich, Sir, müssen Sie leider mit mir nach hinten gehen. Jawohl, machen wir. Vorschrift ist Vorschrift. Vorschrift. Naja, und da mein Vater im Militär war, sind wir oft umgezogen. So, jetzt prattelt sie wieder. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Stadt, in die wir zogen, als ich 10 war. Oh, ehrlich? Ja, das Einzige, was es in der Ecke gab, waren Feigen. Feigenbäume, wohin hey, man schaute. Einen wirklich schicken Metalldetektor hast du da. Da seht ihr unruhige Beine. Bist du nur zurückgekommen, um dir meinen Metalldetektor zu leihen? Ja. Was hast du denn bloß mit dem Ding? Mir reicht's, Manny. Wenn das alles ist, was du willst, dann kannst du dich mit den Katzen darum prügeln. Wieso wollen Männer immer nur das eine? Nur du nicht. Die einzige Frau, die dich interessiert, ist dieses Weibsstück Colomar. Und die pfeift auf dich. Ich weiß nicht, was sie mit dir gemacht hat. Aber ich will's auch gar nicht mehr wissen. Carla. Schrei mich nicht so an. So, wahrscheinlich müssen wir einfach mal ein bisschen öfter speichern. Ich habe keine Ahnung, warum das Ciao, jetzt... Ciao, Carla. Fall tot um. Ja, machen wir. Wir sind schon tot. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so stockt hier in diesem Bereich. Ich hoffe nicht, dass das... Also es gibt ja nachher auch noch eine Stelle, einer meiner lieben Abonnenten, Kommentatoren hat es auch schon geschrieben. Mir fällt aber gerade nicht ein, wer es war. Es gibt einen Bug später im Spiel, weswegen ich das Spiel patchen musste. Da gab es ein oder zwei Bugs in dieser Richtung oder ein oder zwei Bugs, die mit diesem Patch behoben wurden. Ich hoffe, dass das alles richtig funktioniert. Play. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Dies ist das Loch, durch das Carlas Metalldetektor gefallen ist. Genau. Und wieder ist er abgestürzt. Nee, das wollen wir jetzt nicht speichern. Laden. Dies ist das Loch, durch das Carlas Metalldetektor gefallen ist. Ja, hier an der Stelle stürzt er ab. Ja, Freunde. So wie es mir in der Aufnahmepause gekommen ist, gehen wir jetzt ein bisschen vorzeitig, weil ich jetzt erstmal gucken muss, wie ich diesen Fehler behoben bekomme. Ich melde mich bei euch, sobald es wieder funktioniert. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüssi.